Dran versteckte Funktionen. Teil 2 Farben auf Objekte. Die Videoserie in 7 Teilen zeigt versteckte Funktionen in Dran und wie diese angewandt werden, unter Version 5.2. Grundlage dieser Videoserie ist das Vortragsvideo von Armin Legrand unter. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Wir öffnen Dran. Wir öffnen die bestehende Arbeitsdatei dranobjekte.odg. Wir wenden nun Farben auf Objekte an, das heißt, wir färben die Objekte ein. Wir arbeiten mit der Folie 1. Wir wählen das Objekt Rotes Oval aus. Wenn wir mit der linken Maustaste auf eine Farbe in der Farbpalette klicken, nimmt das Objekt die gewählte Farbe an. Wenn wir mit der rechten Maustaste auf eine Farbe in der Farbtabelle klicken, nimmt der Rand des Objektes die gewählte Farbe an. Alternativ kann die Füllfarbe und die Linienfarbe mittels Drag and Drop, also Ziehen der Farbe aus der Farbpalette und Ablegen auf die Füllung oder die Linie, gewählt werden. Die Füllfarbe und die Linienfarbe können auch transparent gewählt werden. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter.